Der Elektroinstallateur Herr Dükir hat sich auf das Installieren von Einbruchmeldeanlagen spezialisiert. Um Einblick in seinen Berufsalltag zu bekommen, haben wir ihn einen Arbeitstag lang begleitet. Herr Dükir wird in einem Altbau, der saniert wird, eine Alarmanlage installieren. Es gibt unterschiedliche Gründe, sich für solche Investitionen zu entscheiden. Die Kundin hat ihre. Dass wir sagen, das Umfeld ist schon so, dass wir gerne unsere Wohnräume auf der einen Seite absichern wollen. Andererseits habe ich hier auch mein Büro und Seminarräume, die relativ hochwertig ausgestattet sind und wo es eben dann auch wichtig ist, dass die abgesichert sind. Die Kundin hat sich für Herrn Dükir entschieden, da er bereits in ihrer alten Wohnung eine Alarmanlage installiert hat. Also für mich war die Beziehung so, dass ich sagen konnte, ich möchte gerne eine Alarmanlage haben, ich möchte es absichern und ich war ganz sicher, dass er das auch gut macht. Ein Kostenvoranschlag für einen Altbau ist schwierig, da man nie genau weiß, was auf einen zukommt. Während der Beratung erfährt Herr Dükir, wie die Anforderungen und Wünsche seiner Kunden sind. Ihr ist es wichtig, dass die Seite mit der Dachterrasse besonders abgesichert ist, weil dort ein unerlaubter Zugang einfach möglich ist. Sie möchte lüften können, auch wenn die Anlage scharf geschaltet ist. Ebenfalls müssen die Katzen der Kundin berücksichtigt werden, die den ganzen Tag durch die Wohnung laufen. Mit diesen Informationen war es Herrn Dükir möglich, mit der Planung zu beginnen.